Anwältin sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit, ich werde inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus, ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bohnenwachs und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wär. Man müsste einfach gehen für alle Zeit, für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, bin nie durch San Francisco. Der draußen auf der Straße stand, da fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug. Den Pass, die Eurochecks und etwas Geld, vielleicht ging heute Abend noch ein Flug. Er könnte ein Taxi nehmen, dort am Eck, oder Autostopp und einfach weg. Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wahr. Noch einmal voller Träume sein, sich aus der Enge hier befreien. Er dachte über seinen Aufbruch nach, seinen Aufbruch nach. Selbstverständlich heim durchs Treppenhaus mit Bohnenwachs und Spießigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Dalli, Dalli, geht gleich los. Sie fragte, war was? Nein, was soll schon sein? Was soll schon sein? Dankeschön.